Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im BG Challenge Projekt mit Paul, Iggy und Uwe und ich bin fast in den Graben gefahren. Und eine Ankündigung wäre schön. Hallo, ich bin in den Graben fahren. Ja, das ging jetzt irgendwie schneller als ich, also. Als ich dachte. Bin mir nicht sicher, aber das sieht irgendwie komisch aus, was Patti hier macht. Steht er im Graben? Nein. Er steht schräg davor. An der Brücke, so halb drüber. Ich glaube, der kommt da nicht mehr raus mit seinem LKW. Dann gib ihm doch ein Schüppchen. Steht er halb im Wasser, oder was? Nein. Er steht einfach hinter der Brücke. Ja. Also, kann man eigentlich nicht angucken. Sehr gut. Das freut mein Herz. Ah, jetzt ist er rausgekommen. Ja, indem er auf das Feld gefahren ist, durch die Hecke. Zumindest sah das gerade so aus. Aus meinem. Du hast schon wieder zu schnell ein. Trinkel. Du hast da sowas verloren. Ja, ich habe zu schnell eingekippt. Das ist so krass, du kannst zwischen zwei Schwaden umdrehen. Ah, sorry. Machst du Spanngurte noch auf? Ja. So. Der hintere will nicht. Ah. Nicht so weit, nicht so weit. Ja. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Der hintere wollte nicht hochrutschen. Jetzt ist der hintere runtergerutscht. Ja. Ihr kriegt das hin, oder? Ja, halb so gut. Gut. Vorteil für mich, ich kann schnell wieder pressen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben eh Luft. Aha. Ja, der Deutz ist nicht so wendig. Der ist halt schon ein ganzes Stück größer und länger, ne? Aber ich glaube gar nicht so viel. Upsala. Gibt Geld. Bleib stehen. Ja. Das mit den Beinen hinten drauf ist doof. Wieso? Ja. Die Fläche runter, oder was? Ja, ich muss die Fläche abkuppeln, damit sie beilentief genug sind. Echt? Okay. Ja, aber geht ja. Ja. Es ist halt, wenn man viele Ballen machen muss, dann sind das halt nochmal 6 Stück mehr, die man mitnehmen kann. Das hat schon einen Unterschied. Werd blockiert! So wie jetzt im Moment fahren, ist das relativ Latte, wie wir sie drauf stapeln. Ich werde blockiert! Was? Und wer? Na, wer wohl? Was macht er schon wieder? Steht da quer im Tor? Er hat sich am Tor festgefahren. Zeit zum Schreiben hat man. Soll sich rausrangieren. Er hat sich jetzt noch mehr festgefahren als vorher. Na toll. Ah. Iggy. Ja. Zack, zack. Auf dem Rückweg. Wir haben gleich das Feld fertig. Das ist gut. Kann ich ja gleich wieder mähen.
kannst aufs andere Feld hochfahren, Uwe. So. Jetzt kann die 64 abgegeben werden. Bin schon dran. Was ist noch hier in der Nähe? Eigentlich alles. Außer 105 und 104. Aber es sind jetzt nur noch Heu-Missionen, oder? Weiß ich nicht. Machen wir gerade die 66 als nächstes, ne? Die wäre genau gegenüber. Ja. Das sind eh Heu-Missionen. Das sind Heu-Missionen? Hier habe ich. Oder die 69 unten, die wäre noch ein bisschen mehr wert und wir sind genau neben Werner. Diese Ladenmissionen sind woanders. Sofern überhaupt noch welche da sind. Ich nehme die 66 an. Müssen wir gleich mal gucken, wie viel Heu wir da brauchen. Vielleicht. Na, 10.700 Liter zu liefern. 10.700? Vielleicht ein Bollen oder zwei. Oder? Ah, nee, warte, stopp. Nee. Hab ich's Richtige? Warte. 66 fehlt noch 10.700 Liter. Bei Ballen. Zwei Ballen beim Hof holen. Ja. Uwe, willst du das machen, mit dem Frontlader das wegbringen, oder? Ja, kann ich machen. Warte mal, das ist wieder Tall Trees, das wo du vorher schon den Heu abgegeben hast. Okay. Nimmst du das Heckgewicht mit, dann kannst du nachher auch den Anhänger mit Gewicht anhängen. Ja. Der Hof ist in eine andere Richtung. Ich weiß. Ich dachte mir auch gerade, aber ich hab's für mich beurteilt. Ich wollte unten bei Werner nicht vorbeifahren. Das ist ja umso lustiger, das ist ja eher ein Pluspunkt als ein Minuspunkt. Nee. Oh, du hast den Anhänger sehr schön abgestellt. Schon, ja? Mhm. Die Irenier war nicht zu überhören. Echt? So deutlich war es eigentlich gar nicht gedacht. Ich war kurz im Überlegen, ob du jetzt mich meintest, weil ich ja gerade den Anhänger geparkt hatte. Achso, nee, alles gut. Oh, wieso so schlecht? Steht der doch gar nicht, der steht doch auf dem Weg. Ja, ich muss aber rückwärts ins Gebüsch fahren, um die andere Seite zu befüllen. Achso, scheiße. Stellst dich an, Paul. Häng das Ding vorne an, zieh es weg. Alles gut, ich bin jetzt. Müssen die 66 auch auf der Straßenseite? Ja. Aber du müsstest den Wender noch holen. Warum? Ach nee, wir machen ja Silage. Sorry, ich war jetzt. Ach, Paul. Sei du mit auf einlagern, dann ist tut es mir leid. Dann ist das was anderes. Wenn du einlagern möchtest, dann ja. Nö. Wir müssen kein Heu auf Halde legen. Hätten wir jetzt vorhin nicht so viel Heu verkauft. Dann wäre der Anhänger immer noch voll. So, damit hätten wir ja kurz am Hof vorbeifahren können. Das reicht das ja immer noch locker. Geht ja aus dem Anhänger ins Huflange. Ja. Was meinst du, wie voll kann ich den grünen Anhänger machen, bevor er gefährlich wird zum Fahren? Ja. Bob. Hä? Bob. Also drei Reihen gehen. Drei Reihen? Hatte ich ja vorher auch drauf. Packt der Waldraum wohl vier Ballen? Das klingt nach einer Challenge. Mhm. Paul macht seine eigene Challenge. Gewicht ist oben bei den Hühnern. Hof bei der, ja, bei der Steinschaufel, oder? Ein Gewicht ist auch vorne beim Tank. Bei der Tankstelle. An der Hausecke. Das meine ich. Ja. D
Den hast du wunderprächtig abgelegt, Iggy. Der liegt beim Anhänger, mehr kann ich dir nicht anbieten. Ich belade aber den anderen Anhänger. Hauptsache, ihr seid euch einig. Ja, alles gut. Aus Prinzip bleibt der Anhänger leer auf dem Feld. Mhm. Aha, gut, dass ich den gleich nicht fahren muss. Wieso, das geht doch gut. Kommt da Deutschland vor, oder passt das schon? Wow. Ich? Welcher Kleine? Ja, das ist jetzt fatal, ne? Ja. Der Senior Deutsch oder Junior Deutsch? Ich bin vom Junior Deutsch. Mann, ich bleib hier schon wieder an den Bäumen irgendwie. Letztes Mal, als ich hier gemäht habe. Was im Übrigen, keine Ahnung, 60 Folgen her ist oder so. Ja, wir haben jetzt echt einen langen Winter gehabt, ne? Ja. Als ich dieses Feld das letzte Mal gemäht habe, hatten wir noch Unimogs. Mhm. Ach, der heilige Schande. Ja. Ein Schwein. Stopp. Nach der ganzen Session müssen wir erstmal diesen Band und die Presse mal reparieren. Hm. Okay. Wieso? Schon so kaputt? Der Band ist unterhalb und die Presse ist bei 60%. Ja, der Waldra ist auch deutlich unterhalb. Waldrand nicht repariert, nicht getankt. Ey, wer hat den immer gefahren? Schlimm, ne? Ja. Was für eine Sauerei hier. Ich würde mich beim Vorbesitzer beschweren. Guck mal, der große Frontlader ist ja super. Alter, hör auf damit. Kriegst du da noch eine Reihe rauf, oder was? Ja, natürlich. jetzt gehen aber die gehen tatsächlich noch da drüber. Ich glaub's ja nicht. Aber gehen auch noch Spannengurte rum, Paul? Ja. Ja. Gut. Dann ist ja alles okay. Ach, schön. Bin gleich fertig mit dem Mähen. Ich kann noch ein paar Ballen draufstuhen. Ja, Iggy muss hier wieder rausjonglieren. Nee, ich wollte hier das Gras mitnehmen, was hier alles noch liegt. Ach so. Na, Dagi, wenn du fertig bist, kannst du ja den Wagen wegfahren. Ja. Ich bin doch gleich da. Du fährst den bestimmt nicht weg. Ich meine, ja, an der Talriss. Damit wir abgeben können. Das ist nee, meine Mission. Das ist die falsche. Das ist so scheiße. Sag nicht, ich bin falsch reingegangen. Die Einfahrt ist hier unten. Ja, ich bin ja sogar unten. Aber wenn die 63 fertig ist, gepresst. Ja. Sie abgeben, ne? Ja. Ah. So. Sehr cool beladen. Schau da nicht hin, dann brauche ich mir. Kann ich die Karte nicht vorne anhängen? Was willst du wo anhängen? Den Yukari vorne ankuppeln. Ob das geht? Nein, geht nicht. War ja klar. Umkuppeln, gehe ich nach vorne. Was? Ne, ich habe nur gerade mal geguckt. Nach einer neuen Mission? Ja. Gibt's hier 130 und so nichts mehr da oben? Gibt auch noch ganz viel. Komm, wir machen hier den 69.
Ein Stück weiter den Weg runter. Ja, das sind ja okay. Nochmal zwei Beilen. Wie viel sind's denn? Auch nach Taldress, oder? Auch nach Taldress 14.800. 14.000 sind drei Ballen. Ja, mit dem. Ich hab eben ja dabei. Genau, mit dem, was übrig bleibt, sollte das hinkommen. Aber nicht zu tief ins Wasser. Der MAN ist schon wieder baden gegangen. Und wieder an der gleichen Stelle. Das nennt. Heute ist unglaublich. Für den Oh, hier ist eine Feldeinfahrt ohne Tor. Voll. Wie voll? Toll. Er hat auch die 69 abgegeben. Ach so, ja, das ja, ist aber du wild. Musst ja eh nochmal fahren. Das ist nicht so wild. Das ist richtig. Was? Muss man nicht verstehen, ne? Immer. Doch. Das soll die Anspielung auf Weg sein, dass du beim Badetag ja dein die Anhänger. Aber da ist die Ladung, so. Da ist die Ladung ja nicht verloren gegangen. Wir haben sie vernichtet. Mhm. Ja, eben. Und das will ich nicht klarstellen. Uff, das stört mich nicht. Die sollen denken, was sie wollen. Boah, komm. Wieso? Reicht das nicht? Doch. Doch, doch, alles gut. Uwe, ich hätt's nicht aufgeklärt an deiner Stelle. Ach komm. Nein, wir haben keine Zeit dafür. Deswegen nur ein Fragezeichen, weil das kostet mich keine Zeit, ein Fragezeichen zu schreiben. Ja. Es geht doch darum, die anderen zu beschäftigen, nicht uns selber. Hm. Hast du noch nicht ganz verstanden, das System? Wirklich? Frontleiter schön weit unten, Spitzen nach vorne. Wen willst du aufspießen? Aber weiß ich nicht. Falls mir irgendjemand auf der falschen Seite entgegenkommt. So fährt man auf der Straße mit einem Frontleiter. Echt? Eigentlich schon. Nicht hoch mit Spitzen nach unten? Eigentlich musst du die Ladung tief haben. Auch wenn du. Ja, ich habe auch keine Ladung drauf. Ja, aber auch wenn du den Frontlader leer hast, fährst du eigentlich nicht mehr Frontlader oben. Weil erstens bist du dann auf einer gewissen Höhe oben, die teilweise schwierig wird. Und wenn du ihn oben hast und dir nimmt zum Beispiel ein LKW oder ein hohes Auto die Vorfahrt, dann rasierst du halt richtig ab. Wenn du den knapp über dem Teer hast, dann stichst du maximal in Reifen oder unten Blech. Ganz davon abgesehen, dass du eigentlich mit Schutz fahren müsstest. Egal wie du sie das Ding hast. Also so wie ich jetzt das Ding habe, darf ich eigentlich nicht fahren, richtig? Ja, du müsstest einen Schutz über die Zinken drüber haben. Lustigerweise zählt ein Ballen als Schutz. Was? Ja, wenn du Ballen drauf machst, hast du einen Schutz. Warte über mal, den Zinken. Du musst ihn aber theoretisch anbinden. Mir egal. Anbinden? Ja. Ladungssicherung. So. Auf einer Gabel aufgespielt, zählt nicht als Ladungssicherung. Ne? Nein. Och, Mann. Immerhin brauchst du kein Netz drum machen. Das kommt drauf an, wenn du Heu verlieren könntest, müsstest du ein Netz drum machen. Oh, wow. Ja. Das ist ja das Schlimme immer an den ganzen Geschichten. Hallo? Klingt spannend. Aha, was? Oh, hallo. Schon wieder eine.
Jo. Ja, Ente gut, alles gut. Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Oh, tschüss. Zweimal auf.